Servus Mike, grüß dich, liebe Zuschauer, grüß euch, herzlich willkommen zum Salongespräch. Thomas, mein Lieber, sehr herzlich gegrüßt. Ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen und einen herzlichen Gruß an alle Zuschauer. Wenn ich ganz kurz vorweg sagen darf, wir sind ja, haben unser erstes Wochenende wieder, stehen wir davor auf Wien und weiterer freuen wir uns. Da sind wir am Samstag, Sonntag in Österreich. Mike, du wirst noch weitere Termine. Ja, genau. Bitte für Salongespräch live. Ich muss das ablesen jetzt. Bitte, damit das wüsste ich auch. Funktioniert. Also vielleicht an der Stelle noch mal erwähnen für Zuschauer, die jetzt neu dazukommen, weil das haben wir ja glücklicherweise, dass wir jede Woche noch ein paar Zuschauer dazu bekommen haben. Wir sprechen über das Salongespräch live. Da geht es darum, dass Thomas und ich vor Ort an verschiedenen Locations in Deutschland und Österreich das Salongespräch mit Menschen durchführen, mit Publikum, simpel gesagt. Zum Verständnis, wir fangen da an, wie man es gewohnt ist. Wir nehmen ein paar Themen, die aktuell sind. Aber der entscheidende Punkt ist, dass wir dann mit euch allen zusammen, die da sind, im Gespräch bleiben, Fragen beantworten, Inspirationen aufnehmen, diskutieren, was immer sich ergibt. Das ist so im Verhältnis etwas zwischen 4 bis 5 Stunden mit Pausen ausgiebig. Und in den Pausen sind wir dann auch vor Ort. Wir verabschieden uns da nicht zwischendurch. Wir bleiben mit euch zusammen, weil das ist der Austausch, um den es uns geht. Die Verbindung, die Vernetzung. Jetzt lass mich Folgendes noch erwähnen. Also Wien ist jetzt ausgebucht. Weitra ist jetzt ausgebucht und Rüsselsheim ist ausgebucht. Die weiteren Ortschaften wie Bochum, Naumburg, Oederan, Landenburg, dann Südtirol, Bautzen sind noch frei. Da haben wir noch Termine, die offen sind. Die genauen Termine erfahrt ihr über die E-Mail und darüber wird Thomas euch jetzt weiter informieren. Ja, und auch in der Beschreibung. Da haben wir ja, die Daten haben wir ja drin. Die Daten haben wir in unserem Video, genau, in der Beschreibung. Aber gib du da ruhig weiter. Genau, also wenn ihr unter dem Video auf Mehr klickt nach der ersten Zeile, dann klappt die Beschreibung auf und da könnt ihr dann die Termine sehen, an welchem Tag das stattfindet und die E-Mail-Adresse, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr euch anmelden wollt, kannst du mal sagen, salongespräch.live@gmx.de, Gespräch AE. Und da kann man immer reinschauen und da ist auch der Verweis zum Buch von Mike drin, Illusion Spielzeug der Wahrheit. Wir erwähnen das immer wieder mal, kann man auch mal reinschauen. Jo, super. Dann. Was haben wir? Wir haben, wir hatten es gerade im Vorgespräch, liebe Zuschauer, ist doch ein Thema, wie weit es jetzt bei den normalen Mainstream-Konsumenten angekommen ist, kann ich nicht beurteilen, aber es ist auch im Mainstream schon angesprochen worden, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also vor allem also ARD, ZDF, Deutschlandfunk, das ist eigentlich die Quelle, hat einen Brandbrief oder ein Manifest, glaube ich, nennen sie es, geschrieben, und zwar mehrere Mitarbeiter, sowohl freie als auch feste, großteils anonymisiert, aus Angst vor Konsequenzen, Repressalien oder Jobverlust. Und da wird halt das beklagt, was wir seit Jahren beklagen. Also wirklich nichts Neues. Ja, es gibt nur noch eine Linie, spätestens seit Corona. Es gibt ein Klima der Angst. Es wird alles unterdrückt, was irgendwie einen Millimeter weg von der Regierungslinie ist. Und es hat mit öffentlichem Rundfunk und dem ursprünglichen Auftrag nichts mehr zu tun. Ich muss aber gleich Wasser in den Wein schenken, bevor wir hier jubeln. Ja, also da wird auch von Mitarbeitenden gesprochen. Ja, also da immer noch brav gegendert. Und dass sie sich eine Reform wünschen, die aber auch beitragsfinanziert ist. Ja, also mit anderen Worten, ein kleiner Schritt, vielleicht ein halber, ja, ein Lebenszeichen. So ganz trauen sie sich noch nicht, ja, aber immerhin. Immerhin, also man kann auch sagen, hätte auch nichts passieren können, ja, oder sie hätten still weiter ertragen oder es weiter gemacht. Wir waren ja immer ganz kurz, seit diesem Salongespräch live, wo du von einem Zuschauer angesprochen wurdest, der in einem großen Konzern arbeitet und da praktisch gesagt hat, ich bin da sozusagen so als
als kleines Widerstandsnest, ja, in dem Rahmen, den ich machen kann, gerade bei der Corona-Zeit mit Masken und so weiter. Und da bin ich auch umgeschwenkt, als ich das gehört habe, dachte ich, das ist vielleicht wirklich gar nicht jetzt so die optimale Forderung, ja, lasst alle den Bleistift fallen und haut da ab, auch ziemlich übergriffig, ja, weil ich kann nicht entscheiden über das Leben anderer Leute, wie die das dann machen. Und habe dann aber mir überlegt, ja, hat mir ja darüber gesprochen, das ist vielleicht die bessere Variante, wenn die innen hier auch die Energie versprühen, ein bisschen diese andere Energie, das Dagegensein, das anders machen wollen. Deswegen will ich mich jetzt auch gar nicht so beschweren über diesen Brief. Allerdings, ja, es ist halt, was meinst du? Ja, was ich da gerne aufgreifen würde, ist, was ich daraus entnehme, ich fühle dabei, wenn du mir das erzählst, dass diese Menschen, so wie du es beschreibst, auch noch mit der gegenderten Sprache, die sie benutzen in dem Schreiben, genau, gehe ich nicht von einer wirklichen Überzeugung aus, der Wahrnehmung bei denen, dass sie sich schon mit dem System wirklich auseinandergesetzt haben, also wirklich verstanden haben, was hier geschieht. Super. Ja, für mich ist das so, dass sie schlau genug sind, zu erkennen, dass da jetzt Dinge geschehen, die ihnen auf die Füße fallen könnten. Spätestens nachdem sie hören, RKI etc., dass all solche Dinge jetzt auch in den Mainstream kommen. Ukraine kommt da auch noch mit rein. Ja, man kann viele Sachen aufzählen, aber Ukraine wäre jetzt ein weiteres Beispiel. Aber all das, wo sie ja letztlich in der Berichterstattung mit im Boot sind. Total. Und dann, wenn das aufgearbeitet wird, dann wissen sie ja, wenn sie einigermaßen klar denken, dass da auch was auf sie zurückfallen kann. Und darum sage ich, in dem Fall sehe ich mehr das Potenzial Angst, dass ihnen was auf die Füße fallen könnte, aber keine, ich sag's mal simpel, Reue erkennen von, dass ich wirklich was falsch mache, sondern jetzt nur sagen, das haben wir ja schon geschrieben, wir haben ja schon gesagt, ja. Das hast du meiner Meinung nach auch vermehrt in der Politik. Da wagt sich der eine oder andere jetzt raus und sagt, na ja, mit der Idee, man muss sich gegenseitig vergeben, zum Beispiel. Ja. Richtig. Das hat ja Spahn schon gesagt, relativ 2020, früh. Im Mai oder so. Es wird eine Zeit kommen, da müssen wir uns gegenseitig... Einander vergeben. Ja, und einander vergeben. Was heißt denn das? Also du und ich haben irgendwie... mir ist jetzt nichts zu vergeben irgendwie. Ja, wo ist denn die Seite, wo man sagt, gegenseitig, ja, genau, dass die Bösewichte, die da alle an der gleichen Strippe ziehen, sich gegenseitig vergeben, das können sie ja machen. Sehr gut, das ist wirklich, da habe ich mir wirklich auch wieder das gleiche Empfinden. Ich habe auch gedacht, was soll man mir vergeben jetzt? Ja. Aber merkt ihr die auch wiederum das Wording und wieder das Reinsickern, ja, Schuld auch ein bisschen reingepflanzt, ja, ihr habt auch irgendwo Schuld, wir müssen uns gegenseitig die Schuld entschuldigen, ja, so ist es doch, das Gefühl soll doch hochkommen, ja. Ja, also wenn man einmal verstanden hat, dass da ein Konzept hinter ist, ein Programm, eine Agenda, und wenn man verstanden hat, dass diese Menschen, die in dieser Agenda miteinander in Einklang arbeiten, in Hierarchien untergliedert, sodass je nachdem im unteren Bereich immer weniger Wissen vorherrscht, was genau geplant ist, warum man das genau macht. Und so weiter du in der Pyramide nach oben gehst, umso mehr Wissen ist vorhanden. Also führende Organe, die man uns als führende Organe vorstellt, wie zum Beispiel Politiker, die können sich der Schuld nicht entledigen, weil sie schon zu tief im Wissen verankert sind, auch wenn sie nicht das absolute Wissen haben. Sie sind schon viel zu tief drin. Ein Polizist, der unten auf der Straße steht, wenn ich jetzt mal das Beispiel Corona nehme, und einen Menschen freundlich auffordert und sagt, du bitte nimm doch hier in der Straße die Maske, weil das ist angeordnet, ich bin Polizist, ich muss das jetzt hier durchführen. Ja? Der ist für mich, wenn er es so tut, wie ich es gerade gesagt habe, auf der Ebene, wo er wahrscheinlich zu sich selber sagt, irgendwie muss ich das durchbringen, weil sonst verliere ich meinen Job, kann ich nicht anders machen. Aber er versucht mit so freundlichen Methoden wie möglich.
Ein anderer, der da seinen Knüppel nimmt und gleich losprügelt, wenn einer sagt, nein, meine Maske setze ich nicht ab, vielleicht sogar alte Menschen oder Kinder. Setze ich nicht auf. Ja, wie bitte? Setze ich nicht auf. Setze ich nicht auf, ja. Setze ich nicht ab, gut. Du setzt sie nicht ab, was? Kann auch noch kommen irgendwann, ja. Ja, dann drehen Sie den Spieß um. Nee, ich setze dich nicht auf, genau. Ja, ja. Gut. So, dann haben wir an der Stelle schon unterschiedliches Arrangement von den Einzelnen, die sich da integrieren. Gebe ich dir recht, aber, das ist ein Unterschied, ja. Aber frei von Schuld ist keiner. Mhm. Auch der freundliche Polizist kann sich nicht völlig frei von Schuld sehen. Umso höher du in die Hierarchie gehst, bis zu denen, die das planen, die also so viel Negativität in die Menschheit tragen mit Bewusstheit, aus voller Überzeugung, Menschen da in eine Situation bringen, wo sie vielleicht sogar zu Tode kommen oder bewusst zu Tode kommen. Natürlich ist das Schuldpotenzial bei so einem Menschen viel größer. Aber ich will damit nur sagen, auch die, weil du von den Journalisten sprichst, auch die haben das nicht organisiert, aber sie können sich nicht von Schuld freisprechen. Und ein Spahn und wie sie alle heißen, erst recht nicht. Also wenn wir in die Hierarchie reingehen, heißt das für mich, keiner ist letztlich, der sich einer falschen Überzeugung hingibt. Bewusst oder unbewusst, frei von Schuld. Ja. Also Unwissenheit schützt davor auch nicht. Ja. Eben nicht, weil da komme ich immer wieder zu dem Punkt, ich kann nur aus meiner Überzeugung sprechen, andere Menschen sehen das anders, das ist ihr gutes Recht. Wenn du das Falsche tust, unbewusst, heißt das für mich immer, dass du dein Bewusstsein einfach nicht trainiert hast. Dass du deine Souveränität einfach nicht gesucht hast. Dass du nicht daran gearbeitet hast. Sondern nur dich berieseln lässt. Genau. Und das kannst du bequem abtun und sagen, naja, ich habe es ja nicht gemacht. Aber du kannst jetzt bequem neben einer Tat sitzen, wo ein Täter etwas tut und du sagst, naja, ich habe es ja nicht gemacht. Dann hast du auch nicht die Schuld daran, dass es geschehen ist oder dass er das getan hat. Die Schuld bleibt bei dem. Ja. Aber du musst dich immer fragen, ist es gut, wenn du daneben sitzt und es einfach geschehen lässt? Was passiert da? Und das ist ein sehr subtiler Vorgang im geistigen Sinne, dass du da viel diskutieren kannst drüber. Zu sagen, ich habe ja nichts gemacht, ist ja von der Logik rational gesehen zu sagen, ja, ich habe ja nichts gemacht, ich habe ja gesessen. Aber nichts machen ist auch machen im geistigen Sinne. Wenn du also sitzen bleibst und sehr es geschehen gut, lässt. Dann du hast bist du nicht draußen, ja. Dann hast du es geschehen lassen. Das ist schon im Wort. Ist schon eine aktiv eigentlich. Das ist ein aktiver dann. Vorgang, ja. Etwas geschehen lassen. Das ist genauso im gröberen Sinne zu verstehen, wenn ich jemand losschicke. Schicke dich los, du sollst die Tat vollbringen. Und du vollbringst diese Tat bewusst im Glauben, gut oder richtig oder falsch oder nicht falsch zu handeln. Lädst du Schuld auf dich, wenn das, was du tust, Unrecht ist? Und wenn ich dich losschicke, heißt das ja nicht, dass ich das getan habe, im physischen Sinne, aber im geistigen Sinne. Ich habe dir doch den Auftrag gegeben. Also sind wir beide mindestens gleichermaßen im Schuldpotenzial. Kann man, genau, so kann man, so wird es ja auch im Strafrecht sogar dann auch gesehen. Ja, ja, wie es im Strafrecht genau gesehen ist, weiß ich nicht. Ich spreche jetzt nur aus meiner, für mich, meiner Logik, die ich für mich habe. Darum sage ich ja auch immer wieder bei solchen Themen, jeder Mensch ist frei, seine eigene Wahrnehmung, seine eigene Bewusstheit zu nutzen, um ein Urteil zu fällen für sich selbst, ob er es anders sieht. Ich würde ein Riesenproblem haben, wenn man mich zum Richter machen würde. Ja. Ja. Ja, Recht zu sprechen ist für mich extrem schwer. Weil was willst du machen? Was willst du der Krankenschwester sagen, der Altenpflegerin, die die Angehörigen nicht reinlässt, weil sie nicht geimpft sind oder weil sie keine Maske tragen wollen können, wie auch immer? Oder weil es generell verboten ist, Kontaktbeschränkungen in der Zeit, wo man den Angehörigen, die Angehörige nicht
besuchen durfte oder nur unter bestimmten Umständen oder wie auch immer. Wie weit willst du da gehen? Willst du dann sagen zu der Krankenschwester, zu dem Arzt auch oder zu der Altenpflegerin, ja, dann hättest du sagen müssen, nee, ich mache das auch und dann mit den Konsequenzen, also ich lasse die rein, ich lasse die besuchen und dann eventuell eine Entlassung in Kauf zu nehmen oder so. Wer will darüber richten? Ja, ich sage ja, das Richten ist ein ganz schwieriger Fakt, vor allen Dingen die Nuancen zu verstehen. Wo setzt sich das Maß wie an? Was ist, welche Strafe hat welches Maß? Da kann man philosophieren. Da gibt es, ja, wenn du ja 10 Menschen in einen Raum hast, wahrscheinlich 10 verschiedene Maßstäbe, wie das in Nuancen dasteht. Aber irgendjemand muss es ja machen. Und die Menschen, die es dann machen, die werden es machen aus ihrer eigenen Überzeugung heraus. Und dann musst du es als derjenige, der selber damit indirekt oder indirekt betroffen ist, auch wieder mit deinem Maß messen. Mhm. Und sagen, ja, damit kann ich gehen oder damit kann ich nicht gehen. Also auch jeder von uns, der zuschaut, hat im gewissen Maßen Einfluss auf das, was geschieht, wie es geschieht, ja, ob ich was tue oder nicht tue. Wenn ich was tue, habe ich einen Einfluss, aber auch wenn ich nichts tue, habe ich einen Einfluss. Genau. Ja. Das ist das Relative an dem. Aber das ist ein Lernprozess, meiner Meinung nach. Das ist ein Lernprozess, wo wir Menschen durch müssen, durch unsere Erfahrung. Ich glaube, ein Mensch, der genügend Erfahrung sammeln konnte und immer in seiner Bewusstheit versucht hat, so bewusst wie möglich die Dinge zu betrachten und abzugleichen, der wird sich automatisch immer mehr dahin entwickeln, Dinge richtig einordnen zu können. Das heißt nicht, dass er die absolute Weisheit hat, aber er wird mit einem höheren Maß an Weisheit begnadet sein als jemand, der das nicht tut. Darum hat man früher Ältestenräte gehabt. Mhm. Da kommt schon aus dem Namen Ältestenräte. Dorfälteste auch. Weil es Menschen waren, die in der Regel alt oder älter waren, weil sie einfach einen anderen Erfahrungsreichtum haben als ein junger Mensch. Das ist ja völlig klar. Mhm. Das ist doch heute auch alles zum großen Teil verloren gegangen. Wenn du dir unsere Politiker anguckst, gerade die Nachwachsenden, die wissen manchmal gar nicht genau, wie alles in der EU ist. Welches Land in Europa einen Euro hat oder sehr nicht, gut, ob sie eintreten oder nicht eintreten. Ja. Die werden da gefragt, oh, da erwischst du mich aber gerade auf den falschen Fuß, wollen aber ins Parlament. Ja? Obwohl dieses ganze Theater, was ich jetzt hier erwähne mit Parlament und EU, ist sowieso überholt. Das gehört alles weg. Diese ganzen Parteien, da haben wir schon oft drüber gesprochen, aber ich will jetzt nicht zu weit von dem Thema weg. Ja, ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen für meinen Geschmack, und da spreche ich mich auch selber an, obwohl ich es öfter sage, aber ich muss da auch nicht noch ein bisschen korrigieren, weil wir immer so auf Spahn und Lauterbach und Scholz und die Grünen, diese Scharfmacher damals und die heute noch da nicht davon abkommen, dass das alles richtig war, was damals passiert ist, und die RKI-Geschichte, ja, das sehen wir anders, bla bla bla. Auf die starren wir, also die sind ziemlich weit prominent im Scheinwerferlicht, so sollen sie ja auch sein. Wir müssen da auch dran denken, dass wir da nicht dauernd nur dahin starren sollten, aber vom Gefühl her, wenn wir jetzt schon beim Schuldverteilen sind, ja, oder wer hat es möglich gemacht, ja, durch welche Akteure wurde es denn überhaupt möglich, dass dieser Wahnsinn in der Bevölkerung so akzeptiert wurde und so weiter? Da denke ich, dass die Medien ganz, ganz oben stehen. Hundertprozentig. Ja. Und deswegen. Ja, aber du hast gerade gesagt, wenn wir beim Schuldverteilen sind. Ich glaube, wir beide verteilen keine Schuld. Wir versuchen nur zu analysieren, was aus der Logik, aus der Betrachtung heraus augenfällig ist. Ja. Augenscheinlich. Du hast recht, ich, natürlich. Ja, es geht nicht darum, dass wir jetzt hier verteilen und sagen, der hat so viel Schuld und der hat so viel Schuld. Der, genau. So tief können wir gar nicht einblicken. Richtig. Aber dass die Protagonisten, die im Rampenlicht stehen, alle Schuldpotenzial in einem höheren Maße haben, ist doch augenscheinlich. Ja. Und dann sollte man sich vor Augen halten, dass sie sich ja ins Rampenlicht gestellt haben. Wir haben sie ja nicht reingestellt. Wir, die Menschen, die sie gewählt haben, wir beide jetzt in dem Fall nicht, weil wir haben sie nicht gewählt, aber die Menschen, die sie gewählt haben, haben nur dafür Sorge getragen, dass die sich ins Rampenlicht stellen können. Mhm. Weil ohne ihre Wählerschaft wären die ja nicht da und könnten sich nicht ins Rampenlicht stellen.
Also spätestens die Menschen, die Sie gewählt haben, diese Protagonisten, müssen sich fragen, wie viel Schuld sie haben an dem, was dann geschieht. Weil jemand, der Sie gewählt hat, der kann sich dann hinstellen und sagen, ja, ich bin ja nicht der oder ich habe ja nicht das, aber die haben ja, ja, aber warum haben oder warum konnten sie das? Na, weil du sie gewählt hast. Also trägst du Mitschuld. Und wenn sich dann jemand hinstellt und sagt, ja, aber die haben immer so freundlich gesprochen. Konnte ich nicht wissen und so. Und ja, die waren doch immer so nett, dann sage ich, ja, okay, dann hast du nicht dein Gehirn eingeschaltet und hast mal die letzten 20, 40, 50 Jahre ja. Passé laufen lassen, ja, Revue laufen lassen. Kannst du auch noch weitergehen, aber lass einfach nur mal 10, 20 Jahre. Dann weißt du doch, dass die ganze Zeit gelogen wird. Nein, das habe ich nicht gesehen, die haben doch auch Dinge gut gemacht. Ja, was haben sie denn gut gemacht? Haben sie die Steuer gesenkt? Haben sie die Benzinpreise gesenkt? Haben sie das Geldsystem neu installiert? Haben sie das? Haben sie alles nicht. Sie haben immer genau das Gegenteil gemacht. Und jetzt hast du sie trotzdem gewählt. Ja, war ja nichts anderes da. Ach so, du wählst also von dem einen Übel das andere Übel, weil das andere nicht da ist. Und dann denkst du, dann wird schon irgendwas gut werden. Genau so. Ja. Ja. Ja, ganz einfach. So ist ja. Es. Ja. Da sind wir beide wieder mal d'accord. Ja. So, und dann siehst du diese Menschen da stehen und die behaupten dann wirklich aus ihrer Überzeugung heraus, dass das, was wir sagen, Unsinn ist, dass sie schon alles richtig machen. Mhm. Wenn ein Mensch so denkt mit Überzeugung, was willst du denn machen? Du kannst ihn seine Überzeugung nicht aus seinem Gehirn prügeln. Nee. Ja. Will ich auch gar nicht. Na, genau, das ist ja auch nicht das, was wir wollen, aber zum Verständnis. Ja, nicht mal das würde helfen. Ja, wenn so ein Mensch nicht von alleine anfängt, und wann fangen Menschen an, von alleine irgendwann mal einzuknicken und dann das doch nicht mehr zu machen? Immer dann, wenn es ihnen schlecht geht, wenn es ihnen noch schlechter geht, wenn alle Protagonisten, die sie da wählen können, durch sind und sie gemerkt haben, egal, wie viele Jahrzehnte Sie jetzt alle Protagonisten ausgetauscht haben. Mal die gewählt, mal die gewählt, mal die gewählt. Und irgendwo am Ende der Kette als Rentner dastehen und erfahren, die Rentenkasse ist leer. Mhm. Dann sollten Sie doch an der Stelle ankommen, wo Sie sagen, okay, jetzt müssen wir Flaschen sammeln gehen. Und spätestens dann wird so ein Mensch nicht mehr mit der Politik zufrieden sein. Mhm. Mhm. Aber warum ist er da angekommen? Weil er selber einfach nicht verstanden hat zu sagen, Schluss damit, ich mache da nicht mehr mit weiter. Ich gehe nicht mehr diesen Mainstream-Weg, den man mir hier als den vernünftigen Weg darstellt in der Demokratie. Du hast eine freie Wahl. Ja, du hast eine freie Wahl, zwischen den und den zu wählen. Aber hintendran wählst du immer das gleiche System. Und wenn du immer das gleiche System wählst, ist es völlig egal, wen du wählst. Sehr gut, ganz genau. Hat man auch wirklich gesehen, die CDU war dran, dann kam Corona, Merkel und dann kam praktisch genau das Gegenteil, wenn man jetzt sagt, okay, links, rechts, konservativ, uralte Geschichten, die längst nicht mehr stimmen, SPD, Grüne, FDP und die ziehen noch mehr an, die Corona-Geschichte. Du kannst ja so weit zurückgehen in der Menschheitsgeschichte, wie du willst. Immer eigentlich, ja. Es war vollkommen wurscht, auch ob Republikaner oder Demokrat Präsident war. Ja, völlig egal. Ja. Schau mal, weil du gerade Amerikaner, Republikaner sagst, ja, und Demokrat. Was war denn der Ursprung von Südstaaten und Nordstaaten? Die Auseinandersetzung, die da stattgefunden hat. Hat man uns doch geschichtlich so erzählt, die Nordstaatler haben versucht, die Sklaverei zu beenden und darum haben sie die Südstaatler angegriffen. Die Nordstaatler waren souverän über Wirtschaft. Frei erwirtschaftetes Guthaben. Im Südstaatenbereich war aber die Sklaverei das Geschäft. Weil sie haben mit Baumwolle und all diesen Kram mit Sklaven gearbeitet. Und dadurch haben sie ihre Wirtschaft angekurbelt. Jetzt wird uns das so dargestellt, als wenn die Nordstaatler die Guten waren und losgegangen sind mit schwingender Brust. Und die Sklaven befreit haben. Ja. Aber was war denn danach? War weiter Sklaverei. Natürlich, bis in die 50er Jahre konntest du in New York spazieren gehen und hast gesehen, wie die Schwarzen behandelt wurden. Nicht umsonst haben sich Black Panthers und wie die ganzen Organisationen heißen gebildet. Gab doch diese, auch mit dem Bus von ja, dieser Park. Ja, na klar, zwei verschiedene Seiten, ein Waschbecken für Weiße, ein Waschbecken für Schwarze. Genau, Trotzdem, also du siehst, das ist alles
im System, das System, das weltumspannende System, was uns seit ewiger Zeit kontrolliert. Ich sage dazu System und dann denkt ein Mensch, der das noch nie gehört hat, der spricht ja hier abstrakt. Naja, das System muss ja von irgendwelchen Menschen installiert werden, das Weltwirtschafts-, Finanz- und Politiksystem. Früher mag es Könige gegeben haben, aber es trotzdem hat immer mit der Politik zu tun. Das braucht einen Führer, der dieses System entwickelt, der es weiter konzipiert. Und das läuft über Familien, über Generationen immer weiter, vererbt. Riesenvermögen vererbt. Und dieses System ist schon immer da. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über Merkel oder andere Politiker sprechen, dann sprechen wir von einem Krümel im Krümelbereich. Im Krümelbereich von dem, was schon in der umfassenden Weltgeschichte geschehen ist. Wir merken es jetzt nur. Das heißt, wir haben noch nie Demokratie in dem Sinne gehabt, wie man uns Demokratie verkauft. Ganz genau. Davon bin ich auch überzeugt. Ja, wenn man eine Begrifflichkeit für ein System, weil eine Demokratie ist ja letztlich ein System. Und wenn du eine Begrifflichkeit wählst und nennst sie dann Demokratie, egal ob sie jetzt aus dem Griechischen stammt, von Demokro, Öffentlichkeit, ja, weil es ist öffentlich. Demokraten waren die, die in der Öffentlichkeit standen. Und, naja, besser gesagt, Demokraten waren die, die aus der Öffentlichkeit heraus scheinbar entstanden sind. Also aus öffentlichem Interesse, was die Öffentlichkeit als richtig oder falsch empfindet. Die, die sich nach außen gezeigt haben, aus dem Volk heraus, die gesagt haben, wir wollen was bewegen. So, das ist aber auch immer wieder im System verschluckt worden. Das System hat nie zugelassen, weil es zu mächtig ist, dass sich Bewegungen installieren können, die dann wirklich den Begriff Demokratie, wie wir ihn jetzt, glaube ich, beide verstehen, muss man sich auch drüber einigen sein, ja, zugelassen hat. Weil eine Demokratie, wie ich sie aus meiner Sicht verstehe, wie sie auch aus der Geschichte heraus uns grob erklärt wird, besagt, dass der Mensch nach dem Geburtsrecht unantastbar ist. Letztlich von dem Gottesgesetz abgeleitet, ja? Dass jeder unantastbar ist. Die Menschenwürde ist unantastbar. Also kannst du doch keinen Menschen ein Gesetz aufdiktieren. Dann ist ja die Würde nicht mehr unantastbar. Wenn ich dir ein Gesetz aufdiktiere, sehr gut, dann bist du ja schon nicht mehr souverän. Souverän bist du nur, wenn du mit diesem Gesetz im Einklang bist. Wenn du sagst, ja, wir haben hier eine Verordnung, ein Gesetz XY und das respektiere ich aus voller Überzeugung. Wenn du aber nicht die Überzeugung hast, dann kannst du dieses Gesetz nicht akzeptieren, wenn du ehrlich zu dir selber bist. Es sei denn, du beugst dich der Gewalt. So, also da fängt schon an die philosophische Frage, was ist Demokratie? Ist Demokratie etwas, wenn es wirklich Demokratie ist, wie ich es gerade sage, wie es beschrieben wird, dass jeder unantastbar ist in seiner Menschenwürde, in seinem Menschenrecht? Ist das dann nicht Anarchie? Und was ist Anarchie? Anarchie wird uns doch erzählt als etwas mehr Chaotisches. Das, ja? Was ganz Schlimmes. Ja, aber Anarchie bedeutet, frei zu sein von Zwängen. Egal, was der eine sagt, heißt doch lange nicht, dass ich das übernehmen muss. Ja gut. Also ist doch der Punkt für mich der, was wir Menschen auch immer als Grundlage nehmen, uns Gesetze zu erlassen, hat so lange eine Wertigkeit und einen Bestand, wie wir Menschen nicht von vornherein auf einer Wellenlänge sind. Das heißt, wenn unser Bewusstsein, unsere geistige Kraft, sich so weit entfaltet hat, dass wir Dinge gar nicht mehr diskutieren müssen in dem Rahmen. Die allen klar ist, ja. Ja, ja. Wenn wir einfach, ich benutze dieses Wort, d'accord sind. Ja. Nicht aus Zwang. Sondern aus der eigenen Überzeugung. Ja, sondern aus der eigenen Überzeugung. Dann hast du doch erst einen Punkt der Harmonie, das ist wie in der Musik. Genau. Du kannst einen Ton nicht in eine Harmonie zwängen, wenn du den Ton nicht veränderst. Wenn du einen C-Dur-Akkord haben willst, dann musst du die Töne aus der C-Dur-Tonleiter nehmen, um einen C-Dur-Ton zu erwirken.
Wenn du ihn aus der Mollleiter nimmst und da reinquetscht, klingt es disharmonisch. Ja. Kannst du nicht. Du musst den Ton verändern. Also Schwingung, geistige Präsenz. Ja. Und das ist meiner Meinung nach der entscheidendste Punkt, den wir uns immer wieder vor Augen halten sollen. Bei all den Themen, die wir jetzt hier auch in unserem Salongespräch immer wieder haben oder Menschen unter sich, sich immer wieder fragen, wenn du in dieser Welt in Harmonie sein willst, wie willst du in Harmonie sein, wenn zu viel Disharmonie da ist, von zu viel gequirlten Blödsinn und Brei, der da gefasert wird. Rumwabert, ja. Dann kannst du keine Harmonie erzeugen. Du kannst nur in Gruppen verschiedenster Bewusstseinsstadien von den jeweiligen Menschen, kannst du in einem gewissen Grad Harmonie erfahren. Wenn du mit Gleichgesinnten im positiven Sinne, weil gleichgesinnt kannst du auch im negativen Sinne sein, ja, kannst auch böse Dinge aushecken und mit deinen Nachbarn d'accord sein. Wenn wir im positiven Sinne, und da fängt es auch schon wieder an, die Relativität, was ist für den einen positiv, was ist für den anderen negativ. Das ist nicht immer für jeden das Gleiche. Aber ich wollte mal ganz warte, kurz... Warte, warte, bevor du... Vergiss nicht deine Worte. Ich wollte nur diesen Schlusssatz nochmal bringen. Den bringe ich eigentlich sehr oft. Aber hier nochmal. Wo will ich ein Maß finden? Verstehst du, jetzt haben wir verschiedene Aspekte gerade beleuchtet ein bisschen. Relativ oberflächlich, aber wir haben sie beleuchtet. Mhm. Wo will ich das Maß herfinden für Harmonie, die im positiven Sinne auch positiv ist? Und da kann ich immer nur wieder für mich davon sprechen, für mich ist das Gottesgesetz der entscheidende Punkt. Der Maßstab, ja. Und Gottesgesetz setzt sich erstmal nicht nur aus alten Schriften zusammen, weil ich sage ja immer wieder, da ist auch viel verfälscht und bewusst uns falsch überliefert. Aber der Kern ist meiner Meinung nach wahr. Wenn ich die Naturgesetze mir anschaue und sehe, wie die Natur funktioniert, wie die Natur im simplen Sinne, optisch sichtbar, Bäume, Pflanzen, Tiere, im Ganzen miteinander harmonieren, dann habe ich eine Basis für das Verständnis, wie man logisch denken kann, wie Dinge ineinandergereiht sind. Und wenn ich jemanden zu sehr einenge, wenn zu viele Bäume der gleichen Art nebeneinander sind, dann gleichen sie sich untereinander aus. Der eine Baum wird untergehen und der stärkste wird nachher stehen bleiben. Ja? Das ist Naturgesetz. Also werde ich als Mensch andere nicht so einengen, weil ich weiß, dann kommt das Naturgesetz und dann kämpft man gegeneinander. Also braucht man Freiraum. Menschen brauchen Freiraum in ihrer Entwicklungsphase, aber genauso in ihrem Leben. Wenn du Menschen in Ballungszentrum zusammenfärschst, selbst wenn sie aus freien Willen dahin gehen, die meisten Menschen sind zum Beispiel da, weil es jobbedingt für sie das Beste ist oder weil die Mietpreise dort besonders günstig sind. Ja, also immer mit einer gewissen Not verbunden. Mhm. Aber keiner lebt freiwillig in so einem Plattenbau mit, weiß ich nicht, Hunderten von Wohnungen dicht aneinander in ein paar Quadratmeter, wenn er die Möglichkeit hätte, anders zu leben. Und das sind nur simple Beispiele dafür, wir brauchen Freiraum. Und der erste wichtige Punkt, damit wir den Freiraum physisch erlangen, ist der geistige Freiraum. Die Voraussetzung, genau. Ja. Und wenn wir uns vollquetschen lassen von Informationen, dann haben wir keinen geistigen Freiraum. Wir brauchen diesen Freiraum. Und da, glaube ich, ist der Kern der Entfaltung, der Entwicklung für uns. Und das ist auch der Grund, warum Sie uns das tunlichst nicht geben wollen. Genau. Und du wolltest vorhin was sagen? Ja, mit der harmonischen Schwingung ist jetzt wirklich nur ein ganz kleiner Teil, aber sowas ist ein Beispiel für das Salongespräch live. Oh. Ja, da sind wir alle, man kann natürlich jetzt sagen, das sind die Schwurbler und was weiß ich. Das sagen wir nicht, das sagen andere. Genau, aber ich fühle das anders. Ich fühle da eine tolle Energie. 100%. Und das heißt ja nicht, dass alle das Gleiche sagen müssen und allem zustimmen müssen. Ja, bitte nicht verwechseln, es gab da auch durchaus kontroverse Diskussionen. Aber nicht im Kern.
Nicht im Kern, genau. Ja, also nicht grundsätzlich, aber manche Punkte wurden angesprochen. Eine Diskussion zu führen, ob da ein Trump oder ein Putin der ist oder der ist, ist doch legitim. Jeder hat seine Sichtweise, jeder hat seine Argumente und das ist gut, wenn man diese Argumente hört, weil die können einen auch wieder auf den Punkt bringen, wo man sagt, ah, da siehst du, darüber habe ich auch noch gar nicht nachgedacht. Das ist nicht der Unterschied, als wenn wir alles über alles eine Harmoniesoße kippen, genau. Ja, und sagen, ja, das ist jetzt einfach so und das finden wir jetzt alle toll. Ja. Genau. Nein, die Reibung ist ja gut. Reibung erzeugt immer Energie. Reibung ist Energie und Energie ist Entfaltung. Genau, und dann passiert was. Ohne Energie passiert nichts. Ja, muss ich nicht unbedingt Reibung suchen, aber ich habe nichts dagegen. Auch nicht vermeiden jetzt. Ja, ja. Genau. Solange man respektvoll miteinander umgeht und den anderen seine Meinung lässt, man muss sich nicht überzeugen lassen, wenn man nicht der Überzeugung ist, bleibt man bei seiner Überzeugung. Ist völlig okay. Wir können beide unterschiedliche Meinungen haben, deswegen können wir uns trotzdem gut verstehen. Genau. Ja, aber das ist das, was ich meine. Wir brauchen also eine logische, klare Denkweise, die auf Naturebene des göttlichen harmonischen Gesetzes basiert. Mhm. Mhm. So wie ich immer wieder sage, das hat Tesla lange vor mir gesagt, weil er hat lange vor mir gelebt. Wenn man in Formen von Energie, Schwingung und Geist denkt, dann fängt man an, das Universum zu verstehen. Wenn du nur in Form von Materie und rationalen Denken, kommst du nicht weiter. Mhm. Kommst du nicht weiter. Du kommst immer nur wieder bis zu einem gewissen Grad und dann merkst du, da bleibst du stecken. Ja, aber der energetisch-geistige Bereich, der dann letztlich auch aus der Energie heraus logisch mit Schwingung zu tun hat, wenn man das anfängt zu verstehen, ein Schwingungsfeld zu erzeugen durch deine eigene Art des Denkens, durch deinen Geist, dass du energetisch Dinge bewirkst, dass du mit deiner inneren Kraft Dinge bewirken kannst, die weit über den rationalen Verstand hinausgehen. Im Gegenteil, wo der rationale Verstand sagt, du bist ein Spinner zu dir selbst, ja, wo du vielleicht mal so ein bisschen in die Inspiration gehst. Sehr gut. Dann kommt dein rationaler Verstand und sagt, hey, Thomas, hör mal auf. Hör mal auf zu träumen hier. Bleib mal realistisch. Bleib mal realistisch. Ja. Du bist doch nur der, du bist doch nicht der. Genau. Ja? Mhm. Aber das ist genau das, was sie dir eingehämmert, uns eingehämmert haben. Der rationale Verstand, der dich immer klein macht. Ja. Oder der dich in einem Rahmen erhöht, in die vollkommen falsche Richtung. Mhm. Wo du glaubst, du bist der Schöpfer. Du bist Gott. Du bist der Allmächtige. Du bist die Krönung der Schöpfung und du bist alles. Und alle anderen sind nur kleine Scharlatane. Mhm. Das ist das Ego. Mhm. Das ist das Negative am Ego, das Bewusstsein. Lass mich doch mal Folgendes machen. Stell dir mal vor, um das noch mal darzustellen, wie ich zumindest die Situation in der Menschheit im Moment für mich sehe. Ja. Mit all den Troubadour, was wir beide wahrnehmen und weit darüber hinaus, was wir nicht wahrnehmen. Mhm. Stell dir mal vor, du würdest jetzt so eine Menschengruppe haben in einem Raum und denen würdest du jetzt einen Film präsentieren. Und der Film würde jetzt, sagen wir mal, in Deutschland laufen. Ich nehme jetzt mal Deutschland als Beispiel. Mhm. Und da hast du all die Menschen, die täglich zur Arbeit gehen, die ihren Job machen, die aber noch nicht verstanden haben, in das System tiefer einzublicken. Also das Parteiensystem, die immer noch zur Wahl gehen, die immer noch ihren täglichen Job machen, mehr oder weniger aus Überzeugung, aber letztlich aus dem Grunde, weil sie ja Geld verdienen müssen und sich mit den anderen Themen nicht so beschäftigen. Ja. Jetzt stell dir mal vor, den stellst du einen Film vor mit dem Titel So ist es in Deutschland. Ja? Ein Spielfilm, den gucken sie sich jetzt alle an. Und dann siehst du in den Spielfilmen die Deutschen. Und dann siehst du einen großen Teil von Menschen von überall her aus der Welt, die kommen jetzt nach Deutschland und sagen, wisst ihr was, ihr Deutschen, ihr habt ein riesen Potenzial an Schuld. Jetzt arbeitet mal schön weiter und wir möchten jeden Monat so und so viel auf unser Konto überwiesen haben. Und dann siehst du die Menschen, die sitzen in ihren Apartments, die fahren ihre Autos, die fahren in Urlaub, aber gehen nie arbeiten. Und warum nicht? Naja, weil sie ja die Deutschen haben, die ständig jeden Monat Geld überweisen.
Jetzt hast du in dem Film keinen Staat dazwischen, der das Ganze verschleiert über Steuern und über angeblich wir, der Staat, also die Politiker, so wie sie das definieren, geben ja jetzt den Menschen aus der Schuld von Deutschland heraus, den Menschen, die hierher kommen oder in anderen Ländern hin, Geld. Aber das ist ja vom Staat. Hat der Habeck so gesagt? Ja. Wohlgemerkt. Nicht die Bürger, der Staat. So. Ja. Wahnsinn. Jetzt haben wir dieses Thema nicht, sondern der Bürger zahlt direkt. Jetzt stell dir mal die Menschen vor, die diesen Film sehen. Wie würden die sich fühlen? Glaubst du? Wieso soll ich das jetzt aus meiner Tasche zahlen? Wie würden die sich fühlen, wenn sie jetzt den Vergleich sehen zu dem, was in der Welt gerade geschieht? Würden die das erkennen? Eher. Die Wahrscheinlichkeit ist höher. Ja. Ich glaube sehr wohl. Ja. Wenn du sie in diesen Film bringst, dann werden die es erkennen. Aber wenn sie den Film nicht sehen, dann werden sie weiter glauben, so was sie bisher geglaubt haben. Ja. Weil diese Menschen haben auch nie das Geldsystem hinterfragt und nie hinterfragt, warum sie eigentlich Steuern zahlen und wo dieses Steuergeld hingeht. Und die haben auch nie hinterfragt, wie viel Steuern sie eigentlich zahlen, wo überall Steuern nochmal von versteuerten Geld nochmal an Steuern gezahlt werden. Und die haben nie hinterfragt. Verstehst du, ein Mensch, der das nicht tut, der lebt als dummer Sklave in einer Welt, ohne zu wissen, dass er ein dummer Sklave ist. Dumm aus dem Grunde, weil er selbst nicht seine wahre Größe, die in ihm drin ist, erkennt. Und auch nicht, genau, nicht erkennt und nicht benutzt. Ja, indem er einfach nicht hinterfragt. Genau. Ja, und gar nicht draufkommt. Ich muss aber zugeben, Mike, ich erkenne mich da auch wieder selber. Ich kenne das Gefühl. Ich habe nicht lange mich nicht gefragt, Moment mal, ich habe jetzt hier eine Gehaltsauszahlung netto, das ist versteuert, jetzt fahre ich zur Tankstelle oder kaufe mir ein Brötchen, mehr Umsatzsteuer oder kaufe mir einen Tabak oder Wein, alles nochmal besteuert, ja, zweifach, teilweise dreifach, Benzin zum Beispiel, ja. Du fliegst in Urlaub, zahlst einen Flug, Steuern. Flugsteuern, genau. Das heißt überall Steuern, immer nochmal Steuern. Steuern. Aber das habe ich lang auch nicht hinterfragt. Ja, Thomas, da nehme ich mich ja nicht aus. Das haben wir ja schon öfter als Thema gehabt. Ich habe auch vieles nicht hinterfragt. Aber ich wollte noch, weil du gerade das Geldsystem jetzt zwei, dreimal angesprochen hast, wollte ich noch ganz kurz zu dem Thema und dann haben wir ja noch USA. Ist es vielleicht ein bisschen fies, aber es gibt ja so, ich will jetzt keine Namen nennen, so Journalisten, die ein bisschen sich abgesetzt haben, die vielleicht auch noch in großen Medienhäusern arbeiten, aber da schon kontroverse Meinungen vertreten und so weiter. Aber letztendlich sich nicht trauen, wirklich den großen Schritt zu gehen. Kann man das so einfach sagen, jeder, der nicht das Geldsystem anspricht, dem kannst du nicht endgültig oder nicht, kannst du letztendlich nicht ernst nehmen. Hundertprozentig. Ja, sehe ich auch so. Also hundertprozentig. Es gibt verschiedene Aspekte, die für mich Kernthemen wären, die ich in diese Ebene einordne, wie das Geldsystem, was substanziell ist. Ja. Und dann gibt es ja immer wieder die Menschen, die sagen, ja, aber wenn jetzt so jemand aus der Politik, egal welcher Partei oder welcher Ordnung er angehört, solche Themen schon anspricht, ist das zu früh. Genau. Ja, das kann man immer noch teilweise geteilter Meinung drüber sein und sagen, naja, gut, der braucht Zeit. Ich würde es als Politiker, was ich nicht bin, aber wäre ich würde es nicht machen. Ich würde so sprechen, wie ich mit dir spreche. Ich würde aus solchen Gesprächen, wie wir sie hier miteinander führen, wenn ich politische Interessen hätte, würde ich versuchen, Menschen in eine Partei zu holen, wenn ich in diesem Schema denken würde. Ja. Mit den Argumenten, die wir hier im Salongespräch bringen. Ja? Das würde ich dann tun, weil ich glaube, wenn ich ein Potenzial erreiche, dann hat das schon eine Wirkung. Aber das tue ich nicht, ganz bewusst, weil ich will das nicht. Ich will dieses System auch nicht selber für mich nutzen, auf diese Art und Weise. Ja. Sondern das muss anders funktionieren. Der Mensch muss wacher und wacher und wacher werden. Und durch die ganze Negativität, die ja ohne Frage zum Tragen kommt, für viele Menschen,
wird sich dementsprechend auch was verändern, alleine aus dem Grund. Aber der wäre noch zu wenig. Das Bewusstsein muss sich verändern, so wie du gleich zu Anfang die Journalisten erwähnt hast. Mhm. Die haben für mich noch keinen Bewusstseinswandel in dem, was sie da von sich geben. Sondern sie haben nur ein Angstpotenzial, was sie dazu treibt, das zu sagen. Wenn jemand aus Bewusstheit heraus die Dinge anders sieht, dann würde er gar nicht mehr den Job machen. Weil da war vorhin zum Beispiel der Punkt mit der Krankenschwester. Ne? Mhm. Da sind wir nicht weiter drauf eingegangen. Aber wenn wir dieses Thema kurz nehmen. Wenn eine Krankenschwester da ihren Job macht und muss solche Dinge umsetzen, damit sie ihren Job machen kann, dann heißt das für mich, ab einem gewissen Maß ihrer Bewusstheit kann sie gar nicht mehr anders als den Job niederzulegen. Mhm. Bis zu einem gewissen Grad wird sie jonglieren und wird sagen, okay, aber auch ich muss schon das aus dem und dem Grunde weitermachen. Sich zerrissen fühlen, ja. Genau, und mit sich im Zwiespalt sein. Aber irgendwann, wenn die Bewusstheit zu groß geworden ist, dann hört sie auf. Und dann kann sie gar nicht mehr hingehen, ja. Und nicht nur jetzt die Krankenschwester. Aber es gibt, gut, dass du es sagst, ich hatte ja auch Krankenschwestern in einer Sendung, auch ehemalige, sage ich mal, die genau gesagt haben, ich konnte da nicht mehr hingehen. Ja, siehst du, das ist praktisch das, was ich meine. Und das hast du nicht nur dort. Wir hören das nicht im Mainstream, aber ich weiß aus Bekanntenkreisen heraus, dass selbst in dem Sektor Polizisten gekündigt haben. Mhm. Die gesagt haben, nee, ich kann diesen Job nicht mehr machen. Und nicht nur wegen Corona, auch wegen anderer Sachen. Mhm. Es gibt auch in allen Schichten der Bevölkerung Menschen, die immer mehr Bewusstheit erlangt haben, die Dinge mehr und mehr erkennen, die zum Beispiel gesagt haben, ich kann nicht mehr an der Börse arbeiten. Mhm. Ich habe da zwar gutes Geld verdient, aber ich kann das nicht mehr machen. Ich weiß, dass ich die Menschen dort betrüge. Andere gehen nicht mehr, simples Beispiel natürlich, waren im Spielcasino und sagen, nee, kann ich nicht mehr. Ich weiß, dass die Menschen, die da hinkommen, die ich da bediene, die werden zu 99% hier betrogen durch das System. Mhm. Aber letztlich auf eine Art und Weise, wo jeder wieder selber schuld ist, dass er da reingeht. Richtig, ja? Das ist dann die Entscheidung, spiele ich da oder spiele ich nicht. Ja, aber nichtsdestotrotz. Ich hätte es ist dann trotzdem, du schaffst ja die Voraussetzungen, indem du da arbeitest. Genau, ich hätte zu einem Zeitpunkt in meiner Entwicklung, in meinem Alterungsprozess, den ich durchlaufe, zu einer gewissen Zeit, beispielsweise, wenn ich da kein Geld gehabt hätte und du hättest zu mir gesagt, du, hier ist ein Spielcasino, da kannst du den Job machen, XY, kriegst richtig gutes Geld, hätte ich gemacht. Ja, ja, klar, wollen wir uns auch gar nicht hier als Engel darstellen. Nein, sehr gut. Weil ich gar nicht so weit gedacht habe. Wenn du da gesagt hättest, ja, aber willst du den wirklich machen, weil du schädigst doch die Menschen, hätte ich gesagt, wieso, die gehen doch da freiwillig rein. Die schädige ich doch nicht. Die machen doch das, was sie wollen. Ich zwinge ja niemanden, da seine Jetons auf den Tisch zu legen. Ja. Aber verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Das ist eine Frage der Bewusstheit, wie weit du mit den Dingen umgehst. Und übrigens ganz kurz noch, das ist auch, geht auch ein bisschen unter, es passt aber jetzt, möchte ich nochmal erwähnen, es gibt ja die Zahl von 18,5 Millionen, die diese Gentherapie sich nicht haben zukommen lassen, sozusagen, offiziell. Und dann gibt es aber eine Dunkelziffer von sozusagen statistisch Geimpften, und das geht auch in die Millionen, wird geschätzt. Weiß keiner, ja? Woher soll man es wissen? Ja? Aber es sind eben nicht nur diese 18,5, die tatsächlich nie irgendwas gemacht haben in der Richtung, sondern auch die aus der Not heraus eigentlich in die Illegalität getrieben wurden, wenn man so will. Ja? Und das sind mehr, als man denkt. Ja, wenn, ich sage jetzt bewusst wenn, weil ich weiß es nicht. Und es gibt unterschiedlichste Information im Alternativen, genauso wie im Mainstream-Bereich, wo man darüber spricht, wie viele Millionen von diesem ganzen Theater der Corona-Zeit in Mitleidenschaft gezogen wurden über diese Spritzgeschichten. Dass man da auf Zahlen kommt, die weit dem überhöht sind, was man aus dem
Zeitraum von der Judenverfolgung im Dritten Reich im Zahlenspektrum hat. Ja? Also ein 20, 30, 40, 50-faches und noch höher. Jetzt musst du dir mal überlegen, was diese Menschen, die das bewusst initiiert haben, für eine Schuld auf sich geladen haben, wenn das geschieht. Wie willst du denn diese Schuld tilgen? Doch unmöglich, logisch gesehen. Ja? Wie oft soll der die Todesstrafe bekommen? Ja. Wie oft soll das oder das geschehen? Ja. Ja? Wie, auf wie viele Millionen Jahre soll er... In den nächsten 500 reinkarnierten Leben auch noch oder so. Ja? Verstehst du, was ich meine? Ja. Die Schuld, die da jemand auf sich lädt. Und wenn du mich an der Stelle noch mal kurz in der Erinnerung an den Film, den ich vorhin so eingebracht habe, dich noch mal drauf stoßen lässt, kannst du dir diesen Film bildlich vorstellen? Wie da Menschen einreisen in ein Land aller Kultur. Ja? Und du wirst abkassiert. Und sagen zu dir direkt, pass auf, deine Wohnung, die ist schön, die nehme ich jetzt, du kannst die kleine Wohnung da drüben nehmen und du gehst jetzt arbeiten und zahlst mir jeden Monat so und so viel Geld. Und ich bleib zu Hause und bleib auch liegen in der Früh. Ja? Du stehst bitte auf. Ja. Dieses Bild ist doch eindeutig. Ja. Das ist, da muss jeder sagen, nein, mache ich nicht. Ja. Ja. Und wenn der Mensch dann zusätzlich begreift, dass das schon lange passiert, richtig, nicht erst jetzt, sondern dass wir schon seit ewiger Zeit, wenn du so willst, jetzt mal grob gesagt, von dem, was wir eigentlich an Potenzial zur Verfügung hätten, wenn wir normal arbeiten, selbst in diesem korrupten System, und wenn da einfach nur das Steuergesetz weg wäre, ich rede noch nicht mal vom Geldsystem, das ist ja grundsätzlich das Hauptproblem. Die Wurzel ist, ja. Aber einfach das Steuersystem weg wäre, dann hättest du das 5- bis 6-, 7-fache deiner Arbeitsleistung bezahlt bekommen und könntest ein ganz anderes Leben führen. Jeder von uns. Egal in welchem Bereich, würde es sich dementsprechend vervielfachen. Bei jedem, genau. So, aber dieses Geld, was da gar nicht bei dir ankommt, das landet überall woanders und wird von denen verwaltet, die du gewählt hast. Und die bescheißen dich jeden Tag. Ja. Und wenn du das wirklich weißt, wie dumm musst du dann sein, wenn du wieder zur Wahl gehst und wenn dich jemand fragt, ja, warum gehst du denn wieder die wählen? Ja, wenn ich die nicht wähle, dann kommen ja die anderen ran. Genau. Sehe ich ganz genauso, ja. 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 Also da ist doch der Kern, ein Kernpunkt des eigentlichen Kerns, der größer ist, aber ein Kernpunkt, wo die Menschen anfangen müssen, das zu verneinen, zu sagen, euer System, da gehen wir nicht mehr mit. Da ist, glaube ich, der Punkt, an den wir uns messen können, wir Menschen. Wenn das geschieht, wenn eine nächste Wahl zum Beispiel nicht mehr verhinderbar ist vom Mainstream durch Manipulation und Aussagen und Werte, die sie uns mitteilen über irgendwelche Institutionen, die da Umfragen machen oder ausgewertet haben, wenn sie nicht mehr diese Lügen dort einbauen können, weil es zu offensichtlich wird, weil jeder Nachbar miteinander spricht und sagt, ich gehe nicht wählen. Weil dieses System, stell dir doch mal vor, wenn keiner mehr zur Wahl geht, was passiert denn dann? Dann gibt es keine Legitimation mehr. Ja, und wie oft wollen sie denn eine neue Wahl ausrufen? Man könnte sich jetzt vorstellen, keiner geht mehr zur Wahl und jetzt sagt das System, naja, okay, wir geben euch nochmal eine Chance nächste Woche und nochmal eine Chance die Woche darauf. Irgendwann sind genug Wochen um, dann können sie das auch nicht mehr machen. Also sie haben keine Handhabe mehr, Dinge zu tun, weil sie nicht mehr legitimiert sind. Auch keine, damit auch keine Rechtfertigung mehr dafür, dass sie da oben sitzen. Ja. Ja. Und meinst du, dass deswegen das System, das heißt die Wirtschaft zerbrechen würde? Ich rede nicht das System, sondern die Wirtschaft. Nein, warum? Genau. Würde alles weitergehen. Aber du gehst einfach nicht mehr zur Wahl und sagst dem System Feierabend. Wenn aber jetzt nicht genügend Menschen das tun,
Dann geht es weiter, dann machen die auch mit 10 Stimmen weiter. Ja, ja. Und glaube nicht, dass die Aussagen, die jetzt im Mainstream kommen, die wir bis jetzt haben, dazu führt, dass der Mainstream irgendwann vollkommen von sich aus die Karten auf den Tisch legt. Sondern sie werden immer weichspülen. Wir hatten letztens das Thema zum Schluss nochmal über P. Diddy. Früher genau, genannt, da wollten wir auch noch kurz drüber reden. Früher genannt Puff Daddy. Ja, und ich finde es so bezeichnend, weil das, um was es jetzt geht, hat ja mit dem ganzen Sexualthema zu tun. Richtig. Eigentlich ist er ein Puff-Vater. Mhm. Das, was man als Puff bezeichnet in Deutschland, ist ja in Amerikanisch, in Englisch nicht vorhanden. Puff, geschrieben P-U-F-F, Puff, ist im Englischen, hat es eine ganz andere Bedeutung. Mhm. Aber er hat sich selber Puff Daddy genannt. Und erst als er gehört hat, dass Puff oder Puff das in Deutschland und Europa teilweise bedeutet, hat er sich auf P. Diddy umbenannt. Wir reden und von jetzt dem. Kommt die Geschichte von ihm raus, dass er der Puff-Vater ist. Ja. In einem Maße, wo man schon, sagen wir mal, dieses bisschen abgeschwächte Wort Puff im negativen Sinne wieder noch in einem viel höheren Maße ins Gedächtnis kriegt, in Negativität. Richtig, also um es nochmal kurz zu skizzieren, weil es ist ein großes Thema in den USA, weil es halt auch mega prominente Leute betrifft, also er selber auch, ist einer der größten Rap-Musikproduzenten seit 30 Jahren, auch sehr wohlhabend, sehr vermögend. Und also die Vorwürfe gehen von irgendwelchen nicht wirklich normalen Partys, ja, mit Prostituierten, aber eben auch mit Minderjährigen. Und es wird berichtet, dass in jedem Zimmer seiner Villa, wo diese Partys laufen oder gelaufen sind, Kameras installiert sind und er angeblich Footage, also Aufnahmen hat von jedem. Und er jeden in der Hand hat, oder die meisten. Jetzt gab es diese Hausdurchsuchung und da war er aber nicht da in einer seiner Villen. Und er wurde aber gefilmt danach, wie er tänzelnd auf seinem Anwesen in Miami irgendwie gesehen wurde. Und Kommentatoren in den USA auf YouTube, jetzt nicht Mainstream, berichten ja auch oder fragen sich, wie viel Macht muss der haben, dass der so locker drauf ist, nachdem seine Söhne zwischenzeitlich bei der Hausdurchsuchung auch mit Handschellen rausgeführt wurden. Die wurden dann wieder freigelassen, aber schaut auch nicht gut aus. Haus durchsucht, komplett durchwühlt. Und das macht auch das FBI oder die Home Security nicht, wenn die keine Anhaltspunkte haben. Also manche Kommentatoren schreiben, das würden die nie machen, wenn die nicht super wasserdichte Beweise hätten. Ja, ja, lass mich dazu fast sagen. Oder? Ja, bitte, ja. Also verschiedene Punkte, warum ich dieses Thema jetzt nochmal einbringe. Einerseits hatten wir letztens erwähnt, dass wir darüber sprechen wollen. Andererseits hat es noch tiefere Gründe für mich, dieses Thema nochmal zu durchleuchten. Also, wenn ich diesen Menschen betrachte, dann ist er für mich eine Marionette. Mhm. Er ist praktisch wie ein Epstein und andere in der Richtung, benutzt worden von denen, die Kontrolle haben und mehr Kontrolle wollen. Also über Erpressung hauptsächlich. Ja. Ja, solche Menschen nutzt man. Entweder macht man sie zu Stars, wenn man die Macht hat, weil man weiß, man kann sie dafür benutzen. Mhm. Oder ab einem gewissen Rahmen der, sagen wir mal, äußeren Macht, die sich so ein Mensch im Künstlerbereich aufbaut, merkst du, der ist dafür brauchbar. Schnappt man sich den, ja. Genau. Mhm. Das ist meine Sicht der Dinge. Und da steckt der Deep State hinter. Und der nutzt das, um Erpressung, um all diese Dinge umzusetzen. Gefügig zu machen, ja. Und dass er jetzt immer noch rumläuft, ist für mich ein Indiz dafür, nicht, dass er die Leute erpresst, die ihn dann ins Gefängnis bringen könnten. Also ein Richter zum Beispiel. Ja. Sondern dass er von denen weiter protegiert wird, die ihn und das System kontrollieren und sagen, nee, den Jungen brauchen wir noch. Und lassen ihn noch an der Stelle. Hört sich logisch an, ja. Du siehst zum Beispiel, es gibt Fotos,
wie er zusammen mit Obama privat unterwegs ist. Und andere Politiker, Fotos, nicht in seinem Anwesen. Hat auch gegen Trump geschimpft ohne Ende, ja. Mhm. Ja, auch noch ein Thema anbei. Also das ist für mich offensichtlich. Der Typ ist auch nur eine Marionette und macht diese Dinge. Und es gibt einige, die behaupten, nein, er hat jetzt solche Politiker wie Obama in der Tasche, weil er sie hier in ihre Puffgeschichten, seine Puffgeschichten eingebaut hat. Sechs Partys, was weiß ich. Und das glaube ich nicht. Ganz im Gegenteil. Auch ein Epstein hat selber niemanden erpresst, in dem Sinne. Der hat nur geliefert. Er hat geliefert. Vielleicht hat er auch erpresst, aber im Auftrag. Mhm. Bei ihm muss irgendwas schiefgelaufen sein. Der muss irgendwie in eine Situation gekommen sein, wo er auspacken wollte. An Stellen, wo er es nicht sollte. Weil sein ganzes Ableben ist doch sowas von offensichtlich fingiert, dass gerade in dem Moment die Kameras ausschalten. Kein Wärter vorbeischaut, stundenlang, was man normalerweise macht. Ja, aber dass die Kameras ausfallen, dass du in der Nacht, das ist alles. Naja, es gibt ja Leute, die sagen, der ist nicht tot. Das ist ja auch noch eine Variante. Wäre eine andere Variante, die auch stimmig sein kann. Ja? Will ich auch nicht widersprechen. Aber dass das so passiert ist, wie man es uns erzählt, genau. Das ist das. Das ist immer das Gleiche, der gleiche Grundsatz. Ja, das ist es nicht. Ja. Also, zu dem Pedidi zurückzukommen. Mich wundert es nicht, dass der weiter rumläuft. Und selbst wenn sie ihn jetzt irgendwann hinter Gitter bringen sollten, bleibt abzuwarten, was danach wirklich geschieht. Dann wissen wir erst mehr. Weil die Dinge, die wir ja auch immer wieder aus der Politik recherchieren können, ist doch, da wird etwas behauptet, da wird jemand aus irgendeinem Grunde in eine Affäre reingezogen, die dann auch offensichtlich scheint. Und dann gibt es einen Untersuchungsausschuss und dann verläuft das Ganze immer im Sand. Und an den Stellen, wo jemand nicht mehr erwünscht ist, verläuft es nicht im Sand. Ja. Da ist dann auf einmal jemand weg. Gönn mir bitte diesen einen, bitte. Dieses Meme auf Twitter mit dem Gesicht von Hillary Clinton. Da gibt es ja diese Gerüchte mit Bodycount und komische Tode oder zu Tode gekommenen Leute in ihrer Umgebung, Selbstmorde und so. Und dann auf Englisch. Es tut mir wirklich richtig leid, sagen zu müssen, dass P. Diddy verstorben ist nächsten Freitag. Um 16.30 Uhr. Die Amerikaner haben da schon ihren Humor. In der Avenue so und so, dritte Etage. Hinterhaus. Auf dem roten Bett liegen. Ich meine, wir lachen darüber. Es ist eigentlich schon hammerhart, aber interessant. Wir werden das weiter verfolgen oder zumindest weiter darüber sprechen, wenn es was Interessantes Neues gibt. Ja, aber sonst aber irgendwas wird ja passieren. Ja? Also vielleicht verläuft es auch im Sande, aber das glaube ich nicht. Aber vielleicht lass mich noch Folgendes sagen, was wieder aus der Sicht, wenn man sich ein bisschen aus dem Geschehen entfaltet heraus und von oben versucht, die Sache anzuschauen. Du wirst mir sicherlich recht geben und wenn nicht, dann sag das. Wir haben vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen, vielleicht jetzt sogar 2-3 Monate, haben wir darüber gesprochen, dass sich die Frequenzen weiter erhöhen werden und dass die Dinge dementsprechend auch mehr Dynamik bekommen. Mhm. Und das ist doch der Fall. Auf jeden Fall. Könnt ihr auch doch auch bestätigen, liebe Zuschauer. Schreibt es auch in die Kommentare, wie ihr das seht. Ja, na klar. Immer gern. Es beschleunigt sich immer mehr und es... Man kann auch sagen, wir werden noch mehr beschossen mit Nachrichten, ja, vielleicht auch teilweise, um uns einfach noch mehr verrückt zu machen oder uns abzulenken. Aber letztendlich gebe ich dir vollkommen recht. Die Dynamik erhöht sich. Das Thema in weiterhin. Der Ukraine, es kommen immer mehr erstmal noch ehemalige Spezialisten aus verschiedenen Bereichen, zum Beispiel aus dem Militär. Oder der UNO oder anderen Organisationen, weltumspannenden Organisationen, die immer deutlicher jetzt Aussagen treffen, wie zum Beispiel, ja, es war von vornherein klar, also Experten, von vornherein klar, dass die Ukraine keine Chance hat gegen Russland. Keine Chance. Und es kommen auch immer mehr Stimmen, die sagen, ja, es ist von Putin ganz bewusst so lange gezögert worden,
oder sagen wir mal der Krieg so lange rausgezögert worden, damit die USA und die europäischen Länder oder Länder grundsätzlich, die der NATO angehören, ihr Waffenpotenzial und ihr Geldpotenzial in die Ukraine senden und es dort verpufft. Was es tut. Mhm. Ja, und erinnerst du dich, dass wir beide schon vor ein paar Wochen genau das Thema angesprochen haben, wo ich auch gesagt habe, für mich ist die Ukraine wie ein schwarzes Loch durch Putin. Das schluckt alles. Der letztlich so bewusst die Dinge hinstellt, sich schwach stellt, ganz bewusst schwach stellt. Auch die Mainstream-Aussagen, die waren so in Europa, Deutschland vor allen Dingen, informiert, dass sie einfach auch bewusst sagen konnten, ja, die Russen haben es nicht drauf. Die machen hier einen Fehler, da einen Fehler. Das hat Putin meiner Meinung nach bewusst gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ihr euch erinnert, Russland wurde als rückständige Nation mit rückständiger Armee, die es sicherlich mal war in den 90ern zum Beispiel, Jelzin und so weiter, in den Chaosjahren. Aber das Thema haben wir doch schon durch, Thomas. Wir haben doch festgestellt, dass in den letzten 20 Jahren die Nationen wie Russland, China, Korea, dass die aufgerüstet haben. Aber der Westen hat es nicht wahrhaben wollen. Der Westen hat es nicht nur nicht wahrgenommen, der Westen hat sein eigenes Potenzial in der gleichen Zeit abgebaut. Also es war eine gegenläufige Entwicklung. Ja, und darum sage ich ja immer wieder, wie kann es sein, dass wenn du in den Nationen bist, wo du Feinde in Russland hast für dich, selber immer mehr abbaust, bewusst, nicht unbewusst. Und dann das dahin laufen lässt, einen Krieg gegen Russland über die Ukraine führen zu wollen. Wenn du weißt, du hast selber nicht mehr die Macht. Das macht doch keinen Sinn. Ja. Das heißt, hier ist bewusst etwas geschehen. Hier findet ein bewusster Wechsel statt. Und da liegt eigentlich der Hauptkern dessen, was man versuchen muss zu analysieren. Das ist verdammt schwer, weil wir immer wieder in diese beiden Varianten kommen von Gut und Wer Böse. Wer ist es denn jetzt? Und beide können damit zu tun haben. Aber sicher ist, das finde ich so faszinierend, wir wissen, wir können, also ich kann es jetzt zum Beispiel zumindest nicht bestimmen, wann diese Vorbereitungen anfingen. Vielleicht liefen die schon immer. Ja? Und jetzt sind wir aber an einer Stelle, wo jahrzehntelange Vorbereitungen sich sozusagen offenbaren. Ja, ja. Immer mehr. Ja, genau. Das hatten wir auch. Also es passiert ja jetzt nicht innerhalb von zwei Wochen. Nee, aber das hatten wir auch ein paar Mal als Thema. Ja, aber ich finde es immer noch echt faszinierend, ja, dass wir in dieser Zeit jetzt leben, dass wir Zeitzeugen sind von so einer vielleicht einmaligen Sache, die es vielleicht nicht einmalig, aber die es schon lange, lange nicht mehr gab. Wenn wir das kurz zusammen addieren, auch dann den Punkt, den wir auch schon oft besprochen haben, dass dass Trump bewusst die letzte Wahl verloren hat, man bewusst diesen Gauk zugelassen hat, damit sich noch mehr offenbart, wie die Politik... Ja, hatten wir auch drüber gesprochen. Und dass sich noch mehr Menschen hinter Trump versammeln, als sie schon versammelt waren. Jetzt, ja? In dieser Phase. Ja, genau, in den 4 Jahren, wo Biden dran war, ja. So, dann ergibt sich doch eine gewisse Logik, von der ich nicht behaupte, dass sie jetzt eintreffen muss, aber es ist für mich eine gewisse Logik, dass dieser Kernpunkt sich jetzt zum Ende des Jahres immer mehr zuspitzen wird. Zur Wahl, ja. Und ich glaube, das wird alles global gesehen, an verschiedenen Stellen kocht es immer weiter, zur gleichen Zeit überall. So als wenn du verschiedene Öfen hast, die immer mehr auf Hochtour laufen und jetzt das Wasser überall, dort wo es in großen Eimern gelagert war, immer mehr aufkocht. Und das, glaube ich, passiert natürlich auch in der Ukraine, sprich in der Situation hier in Europa. Es ist ja nicht nur die Ukraine, es ist ja eine weltumspannende Situation eigentlich, die Auswirkungen hat. Vieles verändern wird. Die Logik sagt, wenn das so weiterläuft, wie es im Moment läuft, dann wird die Ukraine irgendwann am Ende der Tage dahingehend nicht mehr existent sein, in dem Rahmen, wie sie im Moment existent ist.
Da werden verschiedene Länder sich wieder der Region bemächtigen, die ursprünglich mal zu diesen Ländern gehört haben, inklusive Russland. Polen. Mhm. Und wenn du dieses Schauspiel, ich bezeichne es als Schauspiel, betrachtest, dann weißt du aus dem Mainstream, aber auch aus anderer Berichterstattung, dass Putin immer wieder gesagt hat, ich bin ja verhandlungsbereit. Genau. Und dass der Westen immer gesagt hat, Putin ist niemand, mit dem wir verhandeln können. Also sie stellen sich die ganze Zeit immer mehr der Offenbarung, dass wenn am Ende der Kette eine Aufrechnung kommt, der Westen böse ist und scheinbar Putin nicht diese Schuld hat, die man ihm zuschreibt, also eher gut. Mhm. Ob das wirklich ist oder nicht, lasse ich mal im Raum stehen. Ja, aber die Beobachtung habe ich auch. Die sagen es ja, also mit Putin verhandelt man nicht. Sie sagen es ja, so. Ja. Sie bauen sich doch in jeglicher Hinsicht ein Riesenpotenzial an immer offensichtlicher werdender Schuld auf. Mhm. Auch durch die sogenannte Pandemie, die sie ja ausgerufen haben. Das haben ja Institutionen inklusive der Regierungen ausgerufen, weltweit. Die machen sich doch dann schuldig, wenn ja. dieses Thema dazu führt, dass Menschen sterben zum Beispiel. Genau. Oder einfach nur benachteiligt werden. Mhm. Und das ist doch ein Riesenschuldkomplex. Ein Riesenschuldkomplex. Also wenn wir von einer Aufrechnung sprechen, sprechen wir eigentlich davon, dass wir zu einem Punkt kommen, wo die ganzen Dinge, die hier geschehen, zu einem Ergebnis führen. Mhm. Keiner von uns, also ich zumindest, kann das Ergebnis vorhersehen. Aber von der Logik erscheinen mir gewisse Szenarien völlig klar. Dass es dazu kommt, dass wir in den nächsten Monaten an einen Punkt kommen, wo eine Aufrechnung immer mehr geschehen muss, weil es einfach das Ergebnis von dem ist, was initiiert wurde. Das Pendel schlägt zurück. Genau. Ja. Mhm. Man kann also da auch wieder erkennen aus der, wie soll ich es beschreiben, Basislogik, die ich immer wieder zwischendurch herbeiführe, dass ich sage, der Mensch kann sich dem nicht entziehen, mhm. was er in die Welt mhm. bringt. Wir leben in einem in sich geschlossenen System, wirtschaftlich gesehen, aber auch kosmisch gesehen, was miteinander verknüpft ist, wo nichts voneinander losgelöst ist. Also hat alles miteinander auch eine Korrespondenz und eine Reaktion, eine Resonanz und von deswegen Ursache und Wirkung. Bist du nie isoliert und kannst nicht isoliert irgendwas machen und erwarten, dass nichts passiert danach. Keine Wirkung erzielt. Also Böses in die Welt zu bringen, bringt genauso eine Resonanz wie auf der anderen Seite Gutes in die Welt zu bringen. Bloß die Qualität dessen, was man erfährt, ist komplett unterschiedlich. Das Böse, was du in die Welt bringst, hat eine Resonanz und das Gute hat eine Resonanz. Und beides ist diametral komplett anders. Aber unausweichlich führt es zu einer Resonanz. So ist es mit Intelligenz, mit Vernunft, bringt eine Resonanz, aber Unvernunft, sprich Irrsinn, bringt auch eine Resonanz. Wenn ein verwirrter Architekt ein Haus baut, geistig verwirrt, dann sind seine Pläne, die er für das Haus entwirft, entsprechend verwirrt. Geistig verwirrt. Mhm. Dann wird dieses Haus früher oder später, wenn er es dann überhaupt zum Bauwerk bringt dadurch, zusammenbrechen, relativ schnell. Wenn ein vernünftiger Architekt mit Vernunft einen Plan und ein Haus baut, dann wird dieses Haus unter Umständen eine halbe Ewigkeit stehen. Ist doch logisch. Ganz einfach. Mhm. Unser weltumspannendes Wirtschaftssystem, Geldsystem, basiert auf Unvernunft, auf geistigen Irrsinn, gleichzeitig verbunden mit Boshaftigkeit. Und das führt zu einer Resonanz. Mhm. Auch wenn es
Also auch wenn es mitunter auch länger dauert, bis die Resonanz kommt. Genau, ja, aber ja. Unvermeidbar. Mhm. Unvermeidbar. Mhm. Das heißt, ich kann das jetzt also auch wieder mit den Architekten von dem Haus vergleichen. Dieses System, was entworfen wurde, seit langer, langer Zeit, Ionen von Zeit, keine Ahnung, wie lange es her ist, ist von geistig Verwirrten entfaltet. Plus bösartigen, ja? Ja, irrsinnigen Architekten. Mhm. Und das, was sie aufbauen, ist von vornherein zum Untergang verurteilt. Zum Zusammenbruch verurteilt, ja. Es gab mal einen herrlichen Satz, den habe ich nicht mehr genau im Kopf. Aber es gibt hochgradig intelligente Idioten. Mhm. So würde ich das mal bezeichnen. Hochgradig intelligente Idioten. Sogenannte Fachidioten. Ja. Menschen, die glauben, mit ihrem rationalen Denken extreme Intelligenz zu haben, wo man den IQ testet. Aber ihnen fehlt alles andere. Ja, gottgegebene Vernunft. Mhm. Und die gottgegebene Vernunft ist der Kern aller Dinge, damit wir vernünftig leben, jeder Mensch. Die gottgegebene Vernunft. Mike, haben wir doch ein schönes Ende, wenn ich mal so sagen darf. Liebe Zuschauer, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Mike, dir auch. Schaut bitte in die Beschreibung, wenn ihr für das Salongespräch live noch Interesse habt. Da stehen die Standorte und die Termine drin, wann wir das im April, Mai, wann die sind. Und auch die Kontaktmöglichkeit. Mike, vielen Dank. Wir fahren morgen los. Während ihr um 18 Uhr das schaut, sind wir noch unterwegs wahrscheinlich. Ja, ja, da sind wir schon auf dem Weg. Ja, und wir freuen uns aufs nächste Mal schon. Und Grüße nach Österreich. Wir freuen uns auf euch. Macht's das gut, ihr Lieben. Mike, danke dir. Ja, Thomas, in dem Sinne. Hat mich sehr gefreut. Ich danke dir. Ich freue mich auch mit Thomas gemeinsam auf das Wochenende jetzt in Wien und in Weitra. Ihr Lieben, wir sind bald bei euch. Wir freuen uns und in dem Sinne an alle anderen ein schönes Wochenende. Ciao.